Mein Name ist Hauke Giro und ich arbeite bei Reporter ohne Grenzen und ich kümmere mich da um die Freiheit des Journalismus im Internet. Und aus diesem Grund ist natürlich der Quellenschutz ein zentrales Thema. Das nächste Europaparlament steht vor großen Aufgaben. Natürlich einerseits in Bezug zur Aufklärung der NSA-Affäre und der Aufgabe daraus jetzt legislatives Handeln zu entwickeln, geeignete Gesetze zu verabschieden, Datenschutzgesetze zu stärken, sich Gedanken zu machen über Geheimdienstkontrolle. Andererseits muss das Europaparlament aber auch endlich den Export europäischer Überwachungstechnologie wirksam regulieren, sodass Überwachungstechnologie aus Deutschland eben nicht mehr in Bahrain, nicht mehr in Syrien und nicht mehr in Iran auftaucht, sodass eben diese Feinde des Internets nicht länger von dieser Technologie profitieren, um dort Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger unter Druck zu setzen, zu foltern, zu inhaftieren. Wählen ist eines der zentralen Grundrechte in der Demokratie und von daher sollte jeder, der die Chance hat zu wählen, auch eine Wahl treffen.